Ja, einmal strecken hier, so wie es ein ordentlicher Biker machen muss zum Ende der 80er Jahre. Das habe ich mittlerweile rausgefunden. Das Spiel ist angeblich in 1985 oder zu dieser Jahreszeit spielt das Ganze, wo Evil Biker halt durch die Gegend schlendern. Und ich denke mal, ich mache mich mal wieder auf den Weg als Schreck jeder. Stiefmutter oder als Schreck jeder Schwiegermutter und ja, muss erstmal gucken, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Wie will ich jetzt haben? Will ich mir jetzt nächstes Meathook oder den bösen Colt vornehmen? Ich denke mal, ich nehme mir den Meathook und wir fahren zum Coyote Rock. Yeah! Einmal durchtreten und losfahren. Boah, ich bin sogar schon da. Get the fuck off! Shut up, old man. Genau! Du bist schuld, dass das Spiel immer noch nicht rendert! Mäh. Mäh. Ja, einmal wieder. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie war das nochmal mit der Spielmechanik? So, ich glaube, Viereck war treten wie ein Bekloppter. Dreieck war, glaube ich, nee. Weil nee, X war, glaube ich, schlagen. Aber ich trete eigentlich viel lieber die ganze Zeit. Das ist viel cooler. Aber komm, dann schlagen wir auch mal zu. So, hauen wir noch ein bisschen weiter auf den Kerl drauf und ja, nehmen wir gleich den nächsten hier. Peng, bumm, weg mit dir. Kopfnuss, treten, schlagen, husten. Wigwaperup nehmen. So, und jetzt nehmen wir hier einfach mal den nächsten, weil der andere, der war mir zu doof. Hau ich den jetzt einfach kaputt. Oh, der hat ein Messer. Das ist aber fies mit dem Messer hier auf mich einzudönsen hier. Geht nicht. Klatsch. So, Genickbruch. Alle tot. Komm her, Opa. Ich helfe dir mal hoch. Thanks, son. You okay? Yeah, I'm fine. My name's Farley. Come on. I gotta get to my bike. Find out what damage those pricks did. Been a long time since I've seen someone that good with their hands. Not bad. Not bad at all. Thanks. Heard I can use them up at a boxing joint, somewhere up in Blackfield. I guess I owe you. It's a tournament, and they don't like strangers. I'll take you. But how about you do an old man another favor first? Jetzt kommt's. Shoot. I haven't stretched my racing legs for a while, and it looks like you've got the only contender in town. You catch my drift? Also muss ich jetzt erst mit dem. Jake. My name's Jake. Alright, Jake. If you can make it through this, maybe you'll have a chance of surviving in the ring. Wie, ich muss jetzt den alten Opa, der aussieht wie ein dicker Fleischklops, in einem Bike-Rennen schlagen, damit ich in einem Boxwettkampf mitmachen kann? Okay. Gut, dann mache ich das mal und ich skippe jetzt den Ladebildschirm. Oh, der ist schon durch. Oh, diesmal war es ja richtig schnell. Oh, yes. Start your engines. Ready, set. Ey, kein Frühstart machen, Alter. Kann ich ihn runtertreten oder wegschubsen? Yeah. Kann er erstmal wie bekloppt durch die Absperrung fahren? Ja, und du? Ja, dann will ich mal den Alten zeigen, was es heißt, mit dem Wheelie durch die Gegend zu fahren. Hier, ich überhole dich mit dem Wheelie. Richtig fett und stylisch, wie das so alle Bikersäue machen, wie ich das bin, ne? Auf jeden Fall, so. Und das sollte es auch schon gewesen sein, hoffentlich. Habe ich wenigstens. Hey! Wie? Wheelie nur 55 Fuß. Willst du mich veralbern? Ich bin hier keine Ahnung, wie viele Kilometer mit dem Wheelie gefahren. Los, komm, machen wir nochmal. Yeah. Fetter Wheelie. Yes. So wie es sich gehört. Und jetzt habe ich über 1080. Wow, das war ein B-Wheelie. Schön. Ich muss aber noch ein S hinkriegen. Irgendwie. Irgendwie. Aber mit dem Wheelie in der Kurve ist irgendwie ein bisschen scheiße.
Hört die Kurve auch mal auf hier? Was ist das für eine Scheiße? Ja, nee, ist klar. Ich fahre gegen ein Dingens und kann dann erstmal gleich keine Ahnung wie weit zurück. Alter! Geht's noch? Na gut, komm mal, das haben wir so. Yeah! C-Sprung, voll fett durchbrettern hier. So wie's ordentliche Biker machen mit Nitro-Einspritzung auf ihrem Motorrad. Yeah! So, jetzt brennt mir bestimmt gleich hinten der Reifen weg. So dermaßen Gas, wie ich gegeben habe. Oh, wo ist denn der Kerl? Da vorne ist der. Speed! Ey! Scheiß Ente. Schubst mich einfach zurück. Ich wette, ich kann das Ding gleich wieder komplett wieder von vorne starten. Oh, die Straße war gesperrt. Oh, da komme ich nicht her. Gut, dann... Was war das denn bitte? Ja. Das Ding habe ich jetzt zu spät gesehen. Slide! Noch mehr Slides! Ja oder auch nicht? Ach man, leck mich doch. Jetzt hier aber. Komm, sliden. Jawohl. Du hast das Rennen verloren. Toll. Yeah, Boost! Und weg! Erstmal direkt den alten Knacker hier abhängen. Lass mich doch nicht so vom alten Opa sagen, wie ich erfahren soll. Och ey, komm. Ist klar, man muss auch dann sich erstmal gleich komplett wieder resetten lassen. Nur weil man einmal kurz gegen ein Auto geditscht ist und spontan so dermaßen beschissen, dass man dann gleich wieder gegen ditcht. Ach, leck mich doch. Kann doch echt nicht sein. So, erste Hürde haben wir dafür recht gut hingekriegt. Die rote Karte kriegen wir die natürlich nicht. Toller Scheiß. Oh, da hinten haben wir den Kerl. Ja, hallo? Krieg ich die mal einen hier wieder? Jetzt müssen wir gleich irgendwie... Nee, da ging es noch nicht rechts. Das müssten wir aber, glaube ich, hier gleich nach links abkürzen können. Irgendwo hier. Da, ja! Yeah! Und da fahren wir erstmal voll gegen die Wand. Ach, ach. Hallo! Also ganz ehrlich, von der Steuerung her, da könnte ich hin und wieder so dermaßen abkotzen. Egal, ich bin vorne. Was zum? Hallo? Was war das jetzt? Ich war in Führung! Und ich glitsch da irgendwie durch die Gegend. Das geht nicht. Mensch. Der alte Opa cheatet. Er hat mich bewusst hier irgendwie durch die Wand glitschen lassen. Würde mich nicht wundern, wenn der jetzt natürlich mal wieder am Führen ist. Jo, da hinten ist er. Jetzt müsste auch gleich der Balken kommen. Los, komm schon, komm schon, komm schon, dich kriege ich, dich kriege ich, dich kriege ich. Yeah! Ich hab dich erwischt! Und? Hab ich das Rennen gewonnen? Muss doch hier gleich irgendwo vorbei sein. Beim letzten Mal war es das auf jeden Fall kurz danach. Du hast das Rennen gewonnen! Yeah! Shit! Oh, shit! God damn, what a race! Ja, quer durch die Gegend geglitscht bin ich. Promise is a promise. I'll get it fixed later. Und warum ist eine Kiste so am Strahlen? Vor Hitze. Ah ne, er lässt sein Bike einfach stehen und fährt mit mir mit. Alles klar. Und wie soll ich jetzt sliden, bitteschön?
So, wohin muss ich? Bringe Farley zu Blackfield. Ja, okay, gut, dann machen wir das doch einfach mal. Jumpen brauchen wir nicht mehr, das Achievement habe ich ja schon. Och nö, ne? Geht das schon wieder los? Hau ab, du Pisser! Oh, gleich der nächste. Weg mit dich! Ja, klar, und die Steuerung haut natürlich dann raus, wenn ich da, oder die automatische Steuerung haut raus, wenn ich dann genau mitten in der Kurve bin. Alles klar. Ihr habt sie doch echt nicht mehr alle. Oh! Festhalten, Alter. Das wird holprig. Und was ist das für eine beschissene Strecke eigentlich? Ja. Ja. Hallo? Hallo? Ah, das Game geht auch mal weiter. Ich fass es nicht. Das ist ja irrsinnig, dass das Game irgendwann noch mal weitergeht. Komm, ich mach mit dem Dicken ja mal eine Wheelie drauf. Yeah, ein fetter Wheelie. Und nu? Was ist das für ein Schrott? So, Gas geben. Fahr ich mal weiter hier. Oh, der Weg! Ihr ollen Pimmelköppe! Ey! Der Slide kommt jetzt aber verdammt spät, dafür, dass ich Dreieck schon längst losgelassen habe. Aber ist egal. Ich bin euer Biker, ich kann das. Yeah, Booster. Ey, verpiss dich, du Pissbirne. Hau ab, Mann. Ach, schon wieder einer. Mensch, gesegelt hier. Vor den Pfeiler getreten. Boah, geiles Ding, was für Lichteffekte hier. Aber schon interessant, wenn man da durchfährt, dann bremst das sogar die PlayStation aus. Ach du Scheiße. Also da frage ich mich echt, was die hier mit der Programmierung gemacht haben. Wie jetzt? Der fährt quer. Und was ist das denn bitte schön für ein komisches Biker-Treffen? Oder eher gesagt... Musst du dich auch hier erstmal durchschießen, damit du zu den Hoshis hinkommst? Oh Gott. Aber zumindest ist das jetzt mal eine neue Spielmechanik. Ich musste jetzt schießen, während ich auf dem Bike war. Mit unendlich Munition, wie es wohl aussah gerade eben. Und ohne nachzuladen. Das brauchen nämlich Biker wie ich nicht. Die feuern einfach immer weiter. Yeah, Action-Effekt.